Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Stahlbaum hat mich jetzt schon ein bisschen vorgestellt und ich habe auch übrigens bei Ihrem Vortrag schon einige Redundanzen entdeckt. Aber ich habe andere Folien, andere Bilder. Insofern, aber an der einen oder anderen Stelle werde ich vielleicht ein bisschen Gas geben. Communities im Social Web ist mein Thema und ich möchte Sie mit auf eine Reise nehmen von den Anfängen der Communities über den aktuellen Stand und das, was uns vielleicht in naher Zukunft erwarten wird. Bis zu Aristoteles werde ich nicht zurückgehen. Ich könnte vielleicht mit der Genesis anfangen, evangelisch.de. Nun, die Kirche insgesamt ist natürlich auch eine riesige Community, eine Diaspora. Gibt es im Übrigen auch eine Plattform mit gleichem Namen, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Aber jetzt mal so aus heutiger Sicht gesprochen, steht in die Kirche noch relativ am Anfang. Evangelisch.de, mein Arbeitgeber. Hier im Nordwesten von Frankfurt sitzen wir in einem typischen Gewerbegebiet im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Mit evangelisch.de betritt die Kirche Neuland. Zum ersten Mal gibt es einen Rückkanal, einen Online-Rückkanal. In den Gemeinden gibt es den natürlich schon lange. Aber man hat sich natürlich 2008 war es dann überlegt, auch im Social Web aktiv zu werden. Was kann man da machen? Nun sind natürlich so die Entscheidungswege in einer solch großen und auch föderalen Organisation wie der evangelischen Kirche. Diese Entscheidungsprozesse sind sehr langwierig und irgendwann hat man dann eine Entscheidung getroffen und hat sich gesagt, wir bauen ein Nachrichtenportal auf, ein Portal, das auch Community-Funktionalitäten beinhaltet. Und das war dann mein Part. Ich bin dann 2009 dazugestoßen. Wir sind ganz gut ausgestattet oder waren für den Start zumindest gut ausgestattet mit 3 Millionen Euro, um die Plattform aufzubauen. Die basiert auf dem Open-Source-System Drupal und ist ja, wie gesagt, eine ganz eigenständige Plattform, ein Nachrichtenportal, 4 festangestellte Redakteure und so plus minus 30 freie Autoren, die uns dann zu spezifischen Themen immer mal wieder Artikel zuliefern. Die Community ist sehr klein, eine Nischen-Community mit etwas über 7000 Mitgliedern. Da waren wir ehrlich gesagt anfangs enttäuscht. Wir hatten uns vorgestellt, dass wir im ersten Jahr, im ersten vollen laufenden Betriebsjahr, nämlich 2010, dass wir da am Ende schon 7000 haben. Aber wir haben einige Lektionen gelernt in den letzten 3 Jahren. Da werde ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch drauf eingehen. Aber es geht hier nicht in erster Linie um evangelisch.de. Das ist nur eine Community oder ein Versuch, Community im Netz zu gestalten. Einer von vielen und ein paar Beispiele haben wir ja auch im vorangegangenen Beitrag schon gehört. Damit diese Zahl, diese hier, ne, dass die da nicht so alleine stehen, da habe ich gedacht, da addiere ich die Twitter- und Facebook-Leute noch mit dazu. Das sind teilweise auch ganz andere User. Also wir haben festgestellt, dass unsere Kernmitglieder auf evangelisch.de weit über 40 teilweise sind und noch darüber hinaus, also 50, 60 plus, also viele auch pensionierte Pfarrer und Theologen sind da aktiv und die haben einfach auch noch einen ganz anderen Kommunikationsstil. Den war Facebook lange Zeit nicht die richtige Plattform, um sich da auszutauschen. Für viele ist es auch heute noch so. Aber die Ausgangsfrage war, wo würde Luther heute seine Thesen veröffentlichen? Wahrscheinlich nicht mehr an der Kirchenpforte, sondern er würde Chats, Foren, Blogs nutzen. Da würde er einfach in kürzerer Zeit viel mehr Menschen natürlich auch erreichen. Insofern ist es aber trotzdem eine Riesenleistung, dass er es zu damaliger Zeit geschafft hat, da die Kirche, die evangelische Kirche dann ins Leben zu rufen und abzuspalten von der katholischen. Gibt es überhaupt sowas wie Kirche 2.0? Wie könnte sowas aussehen? Das soll hier übrigens der Twitter-Vogel sein, wer das nicht so kennt. Also so sieht es natürlich in der Kirche noch nicht aus bislang, aber wir haben mittlerweile mit vielen Sachen, unter anderem Online- und Twitter-Gottesdiensten und Andachten experimentiert. Also es tut sich da auch schon einiges mittlerweile. Ja, das war letzten Endes dann die Antwort dieses Entscheidungsprozesses. Das Portal, so wie es jetzt kurz nach dem Launch aussieht, Nachrichtenportal mit Stories aus Kirche und Gesellschaft in erster Linie. Die Community ist da leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Die hatte vorher, also vor dem Relaunch, einen ganz eigenen Bereich. Mittlerweile soll das jetzt stärker auf Facebook und Twitter fokussiert werden. Also auch da hat uns doch Facebook ziemlich viel abgeschöpft oder gar nicht mal nur abgeschöpft, sondern eigentlich von vornherein sind gerade die jüngeren christlichen Netzaktivisten, wenn man die so bezeichnen mag, die sind von vornherein rein in diesen anderen Netzen viel aktiver gewesen.
Nichtsdestotrotz, da wird die Entwicklung weiter spannend bleiben. Aber jetzt gehen wir zum eigentlichen Thema rüber, nämlich zu den Communities. Und da habe ich jetzt mal wieder nach langer Zeit ein bisschen herumgekramt nach einer schlüssigen Definition. Und diese hier ist aus dem Jahr 2000, halte ich bislang für die beste Definition von Community. Letzten Endes eine Gemeinschaft von Menschen mit gleichen Interessen, die sich dort austauschen. Und dann ist mir plötzlich klar geworden, dass eine These, die ich noch vor einem Jahr verkündet habe, dann eigentlich nicht mehr so schlüssig ist. Da war ich nämlich der Meinung, dass Social Networks und Communities nicht dasselbe sind. Damals habe ich das so formuliert, da habe ich gesagt, Communities, die können bestenfalls identitätsstiftend wirken. Dort geht man noch viel tiefer in die themenzentrierte Kommunikation rein, tauscht sich über Themen und Interessen aus und da bildet da eine gewisse Loyalität. Aber genau genommen passiert sowas mittlerweile auch durchaus auf Facebook und anderen Social Networks. Also insofern würde ich Facebook mittlerweile durchaus auch in den Kreis der Communities heben. Wobei mittlerweile der Begriff Virtual Community, der taucht sowieso nirgends mehr auf und möglicherweise ist generell der Begriff Communities so langsam, ich weiß nicht, der verschwindet so langsam im Dunst. Wir reden eigentlich heutzutage fast nur noch von Social Networks. Ja, wie gesagt, Aristoteles, da würde ich zu weit zurückgehen. Meine Zeit begann hier und ich weiß nicht, wer von Ihnen hat noch BTX kennengelernt, live, ja, doch noch ein paar wenige. Naja, wir werden alle älter und insofern, aber das war ein tolles Gerät, Bildschirmtext war klasse und das war so hier der Startbildschirm, wer das nicht kennt. Man musste für jeden Seitenaufruf Geld bezahlen, das war ein teurer Spaß, zusätzlich zu den Verbindungskosten. Aber wenn man dann mal drin war, dann sieht man hier Kommunikationsdienste, auch da gab es schon, ja, Kommunikation, digitale Kommunikation in den Anfangsjahren und auch Communities. Eden, die fantastische Stadt, also da war ich noch drin, zum Leidwesen meiner Eltern. Das war teuer, wie gesagt, aber das war eine spaßige Angelegenheit, natürlich alles sehr, sehr langsam und hakelig, aber Communities sind keine Erfindung des Web 2.0-Zeitalters, sondern die gibt es eigentlich, seit es digitale Kommunikation gibt, eigentlich seit der Akustikkoppler entwickelt wurde und man dann über auch Mailbox-Systeme. Hier, so sahen da die Startseiten aus. FidoNet war so ein alternatives Mailbox-System. Also seit man sich quasi, seit man Datentransfer betreiben kann über Telefonleitungen und so weiter. Da konnte man auch noch bei Mädchen punkten. Ich weiß nicht, heute muss man da ein iPhone haben natürlich, sonst geht das nicht. So sah das auch aus. Ein anderer Dienst aus dem studentischen Umfeld kam das meistens. Gopher, benannt nach dem Wappentier der Stadt Minnesota. Das ist ein sogenanntes Erdhörnchen, deswegen heißt dieser Dienst Gopher. Also diese Benutzeroberfläche. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir diese Slides gestern rausgesucht habe, oder diese Grafiken, dachte ich, Mensch, da war alles noch möglich. Da war das Internet noch einfach. Nicht, dass ich mir das wirklich ernsthaft zurückwünsche, aber wenn ich damals das gewusst hätte, was ich heute weiß, dann würde, ja, dann hätte vielleicht jemand anderes Facebook gegründet. Ich weiß es nicht. Ja, alles war noch recht einfach und übersichtlich in solchen Ordnerstrukturen. Und wer kennt vielleicht auch noch den Internet Relay Chat? Den gibt es, glaube ich, auch heute noch, dümpelt er noch irgendwo vor sich hin. Aber das waren so die ersten riesigen weltweiten Chat-Plattformen. Da wurde dann auch schon mit Emoticons gearbeitet hier. Das waren so die ersten, ASCII-Art kam dann, der Smiley hat dort seine Geburtsstunde gefeiert, wo man dann auch versucht hat, Emotionen zu übermitteln im digitalen Raum. Ist heute alles ja viel einfacher. Aber so fing das alles an. Und dann ging es geradewegs weiter, dann kam CompuServe, AOL, ich will das jetzt nicht zu weit ausholen. Und dann begann sozusagen das Zeitalter der Forenkommunikation und erst vor wenigen Jahren sagte noch einer, Deutschland ist eigentlich nach wie vor ein Forenland. Hier lieben wir Foren, wir wollen uns in Themen hineinfressen und die bis zum geht nicht mehr wieder und wieder diskutieren. Da eignen sich Foren wunderbar dazu. Und das ist ein Forum, Sie sehen hier 2012, das gibt's noch heute. Das ist wirklich eine gewachsene Community mit über 250.000 Heavy-Metal-Fans weltweit, die sich jährlich beim Wacken Open Air oben im Norden Deutschlands treffen. Und die bestehen noch heute darauf, auf dieser alten Forensoftware zu agieren. Aber man sieht schon hier Beiträge, ne? Da ist was los. Da wird also auch zwischen diesen Festivals ordentlich kommuniziert. Und es geht, was ich damit sagen will, es geht nicht so sehr um die Technologie. Es geht natürlich immer auch um die Technologie, weil wir immer bessere Dienste entwickeln wollen und weiterentwickeln wollen und müssen. Aber es geht manchmal auch noch ohne. Und VoltLab ist jetzt, für die will ich hier keine große Werbung machen, aber das ist so eine Forensoftware, auf der basiert zum Beispiel dieses Wacken.
Portal oder PHPBB kommt auch, ist auch schon, hat auch schon eine sehr lange Geschichte. Ich glaube 2001 fing das an. Auch da basieren noch heute, man kriegt das nicht mehr so viel mit, aber da basieren auch heute noch viele Foren drauf und durchaus auch größere. Und Drupal hatte ich ja vorhin erwähnt, darauf basiert evangelisch.de. Das ist eigentlich ein CMS, aber hat auch sehr viele Community-Funktionalitäten. Das heißt, es muss nicht immer Facebook oder ausschließlich Facebook sein. Möglicherweise werden Sie feststellen, dass Sie ganz andere, ja, ganz andere Bedürfnisse haben im Hinblick auf Community-Aufbau, vielleicht auch eher im B2C-Bereich. Da machen oder projektbasiert machen Foren auch heute noch durchaus Sinn. Also die sollte man nicht ganz abschreiben. Ja, aber diese Foren kommen eben, mal Drupal ausgenommen, kommen eigentlich noch aus dieser Ära hier, so 98 bis 2004 etwa, so diese Zugangszeit. Wir wollten alle ins Internet, das war ein ganz neues Ding. Es ging darum, Zugang zu Informationen zu haben. Und irgendwann sah sich AOL dann mal genötigt, einen VIP, nämlich hier Herrn Becker, in einem Fern-TV-Clip dazu zu bewegen, auch mal reinzugehen ins Netz. Und das hat dann irgendwie die deutsche Bevölkerung dazu dann veranlasst, das jetzt endlich auch zu tun. 2004 hat sich das, oder seit 2004 bewegen wir uns jetzt hier in einer anderen Phase. Und zwar geht es jetzt nicht mehr so sehr darum, drin zu sein und irgendwelche Angebote zu erkunden. Das passiert ganz selbstverständlich, sondern es geht in erster Linie darum, sich immer weiter zu vernetzen. Und durch mobile Technologien und eben vor allem die Social Networks wird dieser Prozess weiter beschleunigt. Und mal gucken, was ARD und ZDF, was für eine nette Infografik sie uns dann demnächst präsentieren, wo wir dann sind. Aber sowas verdeutlicht immer ganz gut. Dann kann man auch in der Rückschau mal sehen, woher das alles kommt und wohin es möglicherweise geht. Ja, und Web 2.0 ist jetzt ist auch noch ein relativ neuer Begriff, mittlerweile aber auch schon abgelöst durch Social Media. Das ist, wird mittlerweile in einem Atemzug genannt. Web 2.0 war vielleicht auch ein Zungenbrecher, spricht sich nicht so gut aus, Social Media schon eher. Da haben zwei Herren hier, O'Reilly und sein Kompagnon, irgendwann festgestellt, neue Technologien entwickeln sich, Ajax, MySQL-Datenbanken, PHP, man kann viel mehr machen, dynamischere Webseiten, Rückkanäle aufbauen, alles wird einfacher nutzbar. Das heißt, das Internet verändert sich und das sind Visionäre, die dann gesagt haben, da müssen wir jetzt die besten Köpfe aus dem Silicon Valley zusammenführen bei einer Web 2.0-Konferenz, so wurde die dann betitelt in 2004, und über dieses Phänomen sprechen. Und los ging es, wie gesagt, hier im technologischen Sektor. Aber das hat natürlich dann auch ganz schnell bei den ersten Anwendungen, die daraus entstanden sind, Auswirkungen auf das individuelle Nutzerverhalten. Plötzlich haben die Nutzer festgestellt, hey, so wie vielleicht früher mit der Fernbedienung beim Fernseher, wir haben mehr Macht. Wobei vielleicht der Vergleich mit der Fernbedienung hinkt, aber das sagte man ja früher immer so, gib mir mal die Macht, also die Fernbedienung. Sie kennen das vielleicht noch. Es gibt nicht mehr so viele Couch-Potatoes hier unter uns. Aber wie gesagt, der Einzelne wurde plötzlich mächtiger in der Vielfalt der Möglichkeiten, die ihm sozusagen Web 2.0-Technologien geliefert haben. Und das hat natürlich zwangsläufig auch Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft, wie wir heute sehen. Es ist ja immer einfach, sozusagen in einem fortgeschrittenen Stadium zurückzuschauen und zu sagen, klar, logisch, diese Entwicklung musste so sein. Aber wie gesagt, bei meinen Recherchen zu diesem Vortrag habe ich auch ältere Diplomarbeiten gefunden, wo das teilweise noch in einer sehr, wie soll ich sagen, verschachtelten Art und Weise versucht wurde zu erklären, wohin es sich da entwickeln könnte. Also da gab es dann auch so Schlagworte wie, die Zukunft liegt im Netz. Das würde, glaube ich, heute niemand mehr, also das war der Klappentext von einem Buch über Communities aus dem Jahre 1998. Das würde heute keiner mehr in Zweifel ziehen. Also ist auch klar, über 2 Millionen Menschen sind heute online, es werden immer mehr. Die meisten davon bewegen sich heute in sozialen Netzwerken. Hier mal so eine etwas aktualisiertere Landkarte. Alles, was Sie hier in dunkelblau sehen, das ist Facebook-Land. Und Sie hatten es vorhin auch angedeutet, irgendwie 1 Milliarde User wird jetzt angestrebt von Facebook. Die werden das wahrscheinlich auch schaffen bis zum Jahresende. In einigen Regionen der Welt gibt es noch andere Netzwerke, wie hier in China oder auch in Osteuropa. Das ist auch natürlich sprachlich bedingt, aber ich denke mal, hier der Siegeszug von Facebook ist kaum noch aufzuhalten. Ja,
Ich habe jetzt vor 2 Wochen eine neue Studie auf den Tisch bekommen oder eine Zusammenfassung davon, die das auch nochmal untermauert von der Deloitte Unternehmensberatung. Also mittlerweile sind 43% der Deutschen in sozialen Netzwerken aktiv. Also das ist jetzt also auch nicht mehr nur ein Phänomen, was Jugendliche anbetrifft. Übrigens, wenn ich hier so schnell durchklicke, Sie können die Slides von mir gerne zugeschickt bekommen. Also Sie müssen jetzt nicht alles hier im Eiltempo durchlesen. Aber man sieht hier, dass selbst Ältere jetzt immer mehr Social Media für sich erkennen. Also mein Vater beobachtet zumindest, was ich treibe. Er selbst ist noch nicht auf Facebook aktiv, aber meine Schwester sagte mir irgendwann mal, er guckt immer, was ich da machen würde. Das hat mich schon erschreckt. Da war dann dieses Phänomen, ich meine, mein Vater ist nicht mein Arbeitgeber, aber er ist immerhin mein Vater und das möchte man doch irgendwie ein bisschen trennen. Wahrscheinlich würde er bei vielem, was ich da so treibe, den Kopf schütteln. Aber nichtsdestotrotz, immer mehr Ältere interessieren sich dafür. Das kann ich auch aus meinen Erfahrungen mit evangelisch.de bestätigen und die nutzen mehr und mehr auch Social Media und nicht etwa an einem veralteten Computer-Terminal, sondern mittlerweile auch über iPhone und iPad, das ist mittlerweile gang und gäbe. Also wie gesagt, kein Phänomen der Jugendlichen mehr und was das Thema Echtzeitkommunikation eben hauptsächlich mit mobilen Endgeräten angeht, auch da, ich habe es ja eben schon gesagt, entdecken das ältere Konsumenten immer mehr, aber nicht nur, indem sie sich Gadgets kaufen, das ist kein Problem, sondern sie nutzen sie auch, sie nutzen Apps, sie nutzen verschiedene Arten, um dann eben auch von überall her, und ich meine, letztens machte mich mal einer mit dem Begriff Rentnerstress vertraut. Also Rentner haben gar nicht so viel Zeit, wie man immer denkt und deswegen freuen die sich auch darüber, mobil erreichbar zu sein. So, ja, das ist so eine Grafik, die keiner mehr sehen will, aber ich muss sie verwenden. Sie ist auch wieder aktualisiert worden hier gerade erst jetzt im April. Was gibt es im deutschsprachigen Raum an Social-Media-Diensten, also eine unermessliche Vielfalt, die viele, glaube ich, auch geradezu verunsichert und man fragt sich dann, wo soll man da überhaupt überall aktiv sein heutzutage als Unternehmen oder als Einzelner, als Professional, als Freelancer, muss ich da überall jetzt aktiv sein? Und dann solche Phänomene wie Pinterest, digitale Pinnwände, die machen ja gerade Furore, die kann man schon gar nicht mehr als Nische bezeichnen. Also hier wird vor allem die Emotion angesprochen, visuelle Darstellung ist groß im Kommen und vor allem auch hier die Infografiken. Ich erkenne da gerade so einen Trend hin zu Infografiken. Das ist natürlich für Leute, die präsentieren müssen, ganz klasse, wenn man sich da bedienen kann. Aber nichtsdestotrotz, da sollten Sie sich nicht von verunsichern lassen. Die Platzhirsche im Netz sind nach wie vor die großen Social Networks, die Sie alle kennen. Als Google Plus im letzten Jahr in den Start gegangen ist, da haben dann viele bei Facebook gesagt, Dankeschön, auf Wiedersehen. Facebook hat uns lange geärgert mit diesen komplizierten Privatsphäre-Einstellungen. Das wollen wir nicht mehr. Da kommt uns Google Plus gerade recht. Da habe ich mich dann schon gefragt, also ist Google Plus jetzt nur das geringere Übel oder ich meine letztendlich leben diese Netzwerke von Kundendaten letztendlich davon, was wir dort an Daten hinterlassen, um damit dann halt auch eben werbefinanzierte Angebote zielgerichtet platzieren zu können oder deren Kunden. Insofern, diese Argumentationskette, die da von den Nutzern kam, konnte ich teilweise nicht nachvollziehen. Twitter spielt, auch wenn wir vorhin hier bei der Handzeichenabfrage gesehen haben, dass nur wenige von Ihnen das hier nutzen. Twitter hat noch eine Relevanz, vor allem im PR-Bereich wird es genutzt hauptsächlich. Viele sagen da auch abfällig zu Linkschleuder, also Links zu irgendwelchen Verlautbarungen auf der Unternehmens-Homepage, die werden dann gerne auch nochmal per Twitter rausgejagt. Man kann mit diesem Medium durchaus mehr anstellen, aber einige sagen schon heute, dass Facebook auch hier viele Nutzer mehr und mehr, und das kann man glaube ich auch bei seinem eigenen Nutzerverhalten irgendwo ablesen, dass Facebook da auch mehr an Kommunikation jetzt auf seine Plattform zieht. Also ich habe so von 2006 bis 2008 hauptsächlich Twitter genutzt und es hat sich bei mir auch stärker jetzt auf Facebook verlagert. Google Plus, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Die haben eine Menge interessanter Tools, die sich durchaus gerade so aus Kollaborationsgesichtspunkten da Sinn machen. Zum Beispiel diese Hangouts sind sehr beliebt, also Videochat. Das funktioniert wirklich reibungslos und macht auch viel Spaß. Ist eine tolle Sache. Man kann quasi eigentlich unter jedem Beitrag, den jemand postet, kann man sofort ein Hangout aufmachen. Gut, man muss nicht übertreiben, aber das machen einige schon. Und das mit den Circles, weiß ich nicht, ob es das so bringt. Ein Kollege von mir, der hat mittlerweile über 50 Circles, da ist, glaube ich, auch keine Übersicht mehr gewährleistet. Aber das war mal so der Part, wo man mit ins Rennen ging. Ich habe auch hier noch einen Screenshot, aber das ist jetzt, die haben auch gerade ein Redesign.
hinter sich, eins von vielen. Mittlerweile sind die Circles hier links irgendwo versteckt. Genau da geht man dann drauf und dann kann man die ganzen Nutzer, die man hat, in verschiedene Kreise ziehen, die man selbst benennt und kann die dann auch gezielt adressieren. So, dem man, also man will dadurch will Google Plus quasi es dem Nutzer einfacher machen, zu entscheiden, wer soll was kriegen. Aber naja, viele posten dann eben doch wieder alles öffentlich. Warum auch nicht? Aber kann man auch gut zur Projektkollaboration nutzen. Ja, zu Facebook wurde schon viel gesagt. Hier nochmal ein kurzer Steckbrief. Das wollen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Es ist das relevante Netzwerk und jetzt mit der gar nicht mehr ganz so neuen Facebook-Timeline ist auch da wieder letztendlich ein gewisser Vorsprung zu Google Plus zu sehen. Die haben ja dann gleich nachgelegt mit ihrem Redesign. Diese Timeline macht es jetzt noch einfacher zu verfolgen, was jemand in den letzten Wochen und Monaten so getan oder auch Jahren getan hat. Dass, also jemand ist da ganz schnell sozusagen, ja, ist es man kann sehr schnell als Profiler zum Beispiel für gewisse Institutionen kann man, glaube ich, ist dieses Tool sehr willkommen. Ja, also man kann jetzt hier auch, ich persönlich finde es jetzt aus Nutzersicht sehr ansprechend, kann man halt hier Fotos auch teilen mit anderen. Es ist optisch alles sehr, sehr schick gemacht und natürlich auch die Einbindung von Facebook-Apps, zum Beispiel hier jemand, der gerne joggt und anderen mitteilen möchte, wie lange er für welche Strecke braucht und wie oft er in der Woche auch sich sportlich betätigt. Für den ist also zum Beispiel die Einbindung von dieser Nike-App spannend und da gibt es noch viele andere. Also Spotify zum Beispiel wird jetzt auch in Deutschland immer stärker Verwendung finden, wo man dann mit anderen seinen Musikgeschmack teilen kann. Also alles in allem, da tut sich eine ganze Menge. Man kann sein gesamtes Leben eigentlich heutzutage online abbilden, wenn man dann außer dem, was man online macht, überhaupt noch ein Leben hat. Diaspora habe ich erwähnt, die sind mit immerhin 250.000 US-Dollar, die sie über eine Crowdfunding-Plattform eingesammelt haben, an den Start gegangen, wollten ein alternatives Facebook aufbauen, was die Privatsphäre schützt. Aber auch da ist es ruhig geworden. Die üblichen Verdächtigen aus der Open-Source-Entwicklerszene tummeln sich dort. Man kriegt ab und zu mal eine Einladung, aber im Großen und Ganzen tut sich da nicht mehr viel. Wer weiß, vielleicht gibt es da nochmal ein Revival, das muss man schauen. Business-Netzwerke, da ist ganz klar Xing, the one and only hier in Deutschland. LinkedIn hat jetzt, glaube ich, mittlerweile auch eine Niederlassung hier in Deutschland eröffnet oder nicht erst jetzt, sondern schon, glaube ich, vor 1-2 Jahren. Die streben hier auch auf den Markt. Ja, da erinnert mich schon der Virendetektor, dass ich hier mal ein bisschen auf die Tube drücken soll. Aber LinkedIn ist vor allem dann interessant, wenn man im Ausland zu tun hat oder hatte und da hat vielleicht, also amerikanische Kollegen vernetzen sich lieber über LinkedIn und sind da aktiv. Insofern macht es durchaus Sinn, sich da auch auf mehreren Plattformen zu tummeln. Machen ja auch die meisten. Was ich interessant finde auch hier, und Sie hatten es irgendwann mal angekündigt, also als der Relaunch kurz bevorstand, eine Beobachtung, die wir auch auf evangelisch.de gemacht haben und die, glaube ich, so ziemlich jeder gemacht hat, einfach dieser Trend weg von der themenzentrierten Kommunikation hin zum aktivitätsbasierten. Also kurze, knackige Statusmeldungen, wo bin ich, was mache ich, hier mal eingecheckt, da mal schnell ein Foto, was esse ich gerade und so weiter. Da gibt es also die interessantesten Auswüchse. Eine kurze, knackige Kommunikation wird durch so einen Journalstil, so nenne ich es mal, so ein Newsfeed natürlich stärker befördert. Und das ist seit einiger Zeit eben ja auch auf Xing zu sehen und hat mir persönlich die Nutzung von Xing also auch wieder deutlich attraktiver gemacht. Ich nutze es seitdem wieder wesentlich stärker. Es gibt natürlich da sehr viel Cross-Posting. Das, was man da postet, postet man auch gleichzeitig woanders. Und irgendwie weiß man manchmal gar nicht mehr, wo man was gepostet hat. Es ist eine riesige Kommunikationswolke. Und der eine sagt dann, hey, du hast doch gerade da auf Xing das gepostet. Das schreibt er mir dann aber über Twitter oder Facebook. Und insofern, für viele Nutzer ist das, glaube ich, mittlerweile ein großes Ganzes. Und wird gar nicht mehr so plattformspezifisch gesehen. Wobei es durchaus natürlich diesen Aspekt gibt, Trennung von Beruflichem und Privatem. Was ich jetzt von mir nicht behaupten kann, dass das noch existiert. Ist aber vielleicht auch eine Jahrgangsthematik. Jüngeren Menschen würde ich das heute schon empfehlen, gerade aufgrund der extremen Transparenz, die durch Social Networks da entsteht, dass man da schaut, frühzeitig irgendwie das unterschiedlich zu managen. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sich unterschiedliche Profile da aufzubauen. Ja, hier ist nicht mehr viel zu sagen. Im letzten Jahr ging dort der CEO und dann gibt es solche lustigen Grafiken über StudiVZ. Eigentlich sollte da jetzt im März schon Schluss sein. Ja, das ist sicherlich in gewisser Weise Galgenhumor. Man soll sich auch nicht so über Kollegen auslassen, aber die Netzgemeinde ist da sehr, wie soll ich sagen, niederträchtig oder geradezu, weiß nicht. Jetzt soll aber gerade wieder, habe ich gelesen, da wieder neues Geld reinfließen. Also man will noch nicht aufgeben. Wenn noch Geld da ist, warum nicht?
Jetzt die Frage, und wir ändern uns, nähern uns dem Ende. Ja, wo kann die Reise da hingehen? Da habe ich letztens ein interessantes Video von diesem Mann hier gesehen, Thomas Power aus London, der CEO von Academy. Das ist auch ein Business-Netzwerk, was aber hauptsächlich in UK und auch in Südostasien aktiv ist. Und der sagte, war wirklich ein sehr sehenswerter Spot. Er verglich diese großen sozialen Netzwerke mit Cola-Marken. Er sagte, also er sieht das im Moment so, dass so wie damals mit Cola und Pepsi, da gab es auch mal so einen Krieg, also Cola so der Klassiker und dann kam irgendwann Pepsi und die haben mit einer sehr aggressiven, mit aggressiven Werbekampagnen, haben die immer wieder versucht, Marktanteile von Cola abzuschaufeln. Die waren einfach rebellischer in ihrem Auftreten und so sieht er auch, er sieht Facebook so als die jungen Wilden und jetzt sieht aber Google interessanterweise, nicht Google Plus im Speziellen, aber Google als Coca-Cola. Und jetzt kommt Facebook mit einem Social Network, was die Welt sozusagen über Nacht erobert. Und Google Plus legt jetzt nach, wird teilweise belächelt und tut sich auch zum Teil schwer. In letzter Zeit gibt es wieder viele, häufen sich eher wieder die kritischen Berichterstattungen über Google Plus. Schaffen die es überhaupt? Setzen die da nicht aufs falsche Pferd? Ist der Zug nicht sogar schon abgefahren? Aber er sagt, lange Zeit lief das so und dann ist dieser Riese erwacht, Google mit seinen Billionen von Dollar, mit einer dermaßenen Feuerkraft jetzt mal, was so deren Marktmacht angeht. Und irgendwann ist der Spaß vorbei und dann kommt Google. Also ich kann das nicht wirklich so wiedergeben, wie er das gemacht hat. Sie müssen sich das Video mal anschauen, es ist klasse. Das ist eine These. Er sagt, es gibt keinen zweiten, so wie bei Amazon. Also kennt noch irgendeiner einen zweiten Buchhändler, einen Online-Buchhändler oder eBay? Ja, da irgendwann hat sich einer durchgesetzt und das sagt er, wird wohl auch bei den sozialen Netzwerken irgendwann so sein. Eine andere These ist die, es geht in den Longtail, in die Nische herein. Wir haben ja vorhin dieses Prisma gesehen, eine unendliche und wachsende Zahl von Nischen, mittlerweile kleinste App-Communities, die auch überhaupt keine Online-Plattform mehr haben, sondern nur noch einfach über eine App zu erreichen sind. Und dass da jetzt eine neue Vielfalt entsteht und dann auch natürlich eine entsprechende Unübersichtlichkeit, dass da vielleicht die Reise hingeht. Oder viele sagen auch schon, mir reicht's, auf Wiedersehen, Stecker raus, wir ziehen uns zurück, digital ist out, wir wollen offline leben. Also vielleicht demnächst neue Wohnwagenkolonien und sowas, ich weiß nicht. Also das sind jetzt drei Extreme sicherlich. Ich vermute mal, es wird eher auf eine Mischung aus alledem herauslaufen. Letzten Endes aber, was immer Sie entscheiden, da ist übrigens so eine schöne Infografik nicht von mir, sondern von der jungen Berliner Agentur, was immer Sie letztendlich im Netz machen wollen, Sie brauchen eine Strategie, ohne die geht es nicht. Und diese Strategiemodelle sind ja nun schon so alt wie der Begriff Strategie wahrscheinlich auch. Sie brauchen irgendwo ein Fundament oder ein Dach. Sie müssen sich überlegen, inwieweit ein Engagement in Social Media für Sie Sinn macht. Und dann erst gehen Sie eine Stufe tiefer, schauen sich an, wo Ihre Zielgruppen sind, was für Inhalte Sie überhaupt dort bereitstellen können und welche Plattformen Sie bespielen und. Und dann geht es hier in die Umsetzung mit Monitoring und stetiger Optimierung. Ja. Einige Unternehmen machen das schon, wobei ich da dann gucke, Mr. Wong, so eine Link-Plattform, vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Das soll hier kein Bashing werden, ich möchte damit nur sagen, vielleicht ist manchmal weniger mehr. Man soll sich da auch nicht verzetteln und zu sagen, hurra, wir sind überall da. Bis vor wenigen Monaten waren die vielleicht noch überhaupt nicht im Social Web und jetzt tauchen sie plötzlich auf all diesen Plattformen auf. Und dann frage ich mich natürlich immer, wer betreut die eigentlich alle? Also lassen Sie es ruhig mal langsam angehen und nicht gleich dann in übertriebenem Aktivismus alle Plattformen angehen. Es ist ganz einfach, Sie müssen sich im Prinzip drei Fragen zu Beginn stellen. Ist Ihre Zielgruppe dort vertreten in diesen sozialen Netzwerken? Und können Sie da auch was wirklich Relevantes für diese Zielgruppe im kulturellen Raum auch beisteuern? Und ist das für Sie, können Sie dort relevant sein? Nicht nur ist das Netzwerk für Sie relevant, sondern können Sie dort auch eine Relevanz haben? Denn überlegen Sie mal, vielleicht gibt es dort schon Mitbewerber, die dort schon so erfolgreich sind, dass es für Sie schwierig wird, dass Sie vielleicht wirklich eine andere kreative Strategie fahren müssen, weil Sie sonst als einfacher MeToo vielleicht rüberkommen, was man ja auch nicht haben will. Ja. Und wie Sie dann vor Ort dort kommunizieren, da können Sie sich zum Beispiel Ratschlag holen bei der Air Force. Die geben dann solche Kommunikationsleitfäden raus.
Das kursiert im Web, auf Pinterest und sonst wo findet man, wie gesagt, diese tollen übersichtlichen Infografiken überall. Da gibt es dann Guidelines, wie man eben im Web kommuniziert. Wichtig ist, man sollte, so wie bei evangelisch.de, ist ein bisschen dunkel da bei uns im Redaktionsraum, eine Redaktionsplanung machen. Man sollte überlegen, mit was für einem Content geht man da eigentlich rein, was hat man für Inhalte, kurz-, mittel-, langfristig natürlich. So wird bei uns jeden Tag in der Redaktionssitzung gearbeitet, noch auf diese sehr herkömmliche Art und Weise, weil die Redakteure eben zusammen sitzen. Es gibt, das ist dieser kleine Zettel hier unten, deswegen sind diese einzelnen Themen dann auch immer farblich voneinander abgehoben. Es gibt natürlich ganz viele Spielarten, was Sie dort im Netz machen können. Es kommt auf eine gesunde Mischung drauf an. Also Sie müssen auch nicht alles aus eigener Feder runterschreiben. Sie können eben auch Interviews machen, Reportagen, Gastkommentare. Pro und Contra läuft aus eigener Erfahrung immer sehr gut. Und ich muss Schluss machen. Ja, war ja auch schon eine ganze Menge. Wie gesagt, die Slides stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Das lassen wir mal und das lassen wir auch. Also auch sowas hier ganz wichtig, sich schon frühzeitig Gedanken zu machen, wie gehen Sie mit vielleicht auch mit unangenehmer Kommunikation um, also Stichwort Shitstorm, den wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Auch da gibt es mittlerweile eine Menge Flowcharts, Prozessabläufe, da kann man sich inspirieren lassen und im Zweifel fragen Sie die Agentur Ihres Vertrauens oder wenden sich an den Bundesverband Community Management, den ich 2008 mitgegründet habe. Viele junge Social Media und Community Manager stehen Ihnen dort mit Rat und Tat zur Seite. Und in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Nöding.